Kannst du mal stehen bleiben, Charlie? So, da fehlen aber noch welche von hinten, die ich draufkomme. Vorher ist das Spiel abgestürzt, nachdem ich mich ja umlocken wollte, aber ein anderes Account. Nick, ich hab jetzt richtig. Ja, musst du aber. Hä? Was ist und los? Wir fahren jetzt zu den Kollegen. Ja, ohne Grund bin ich nicht hier draufgefahren. Oh Mann, und es leckt wieder wie Sau. Also nach dem Konvoi werde ich definitiv irgendwann das Spiel nochmal neu installieren. Warum blinkt noch? Lars, wie weit bist du? Ja, warte, ich mach doch noch nur Spielstart neu. Also. Wer bekommt da so viele Nachrichten? Entschuldigung. Ich stehe hinter Office. Oh Mann, wie ist denn? Ah. Feier. Alter, wie ich erstmal 3 Ach, super. 100 neue Nachrichten hab. Innerhalb von 10 Minuten, wenn überhaupt. Einem Chat. User joined your channel. Und doch. Komm gleich wieder, ich hab mich überschlagen. Zu schnell in die Kurve rein. Okay. Oh Mann, Leute, ey. Haut's mir da um, ey, kurze. Kriegst nochmal einen Euro. Wie lange fahrt ihr noch? Haben wir jetzt noch? Jahre. Jetzt nimmt's weiter auf. Ungefähr? So. Wer ist Idiot? Lars, sollte es. Wie lange fahren wir noch? Ich denke noch eine ganze Stunde, oder? Ja, würde ich auch denken. Okay. Gut, dann. Du kannst mit einsteigen. Nee, das nicht. Ja. Genau, Felix, steig halt mit ein. Ja, wie? Ja, einfach einsteigen in Birmingham und lockst dich an und steigst mit ein. So, wenn das so einfach gänge. Ja, du kannst mir einen deiner 10.000 Accounts geben. Wie, bist du gebannt oder was? Das weißt du doch. Bis 21. Oder? Oha. Bis was? 21. bis Mittwoch. Ach ne, bis Donnerstag, oder? Na, bevor wir noch gekickt werden, ne? Aber eher nicht, dass es irgendjemanden gibt, der dich dann irgendwann mal meldet auf Truckers MP. Wegen mehreren Accounts. Warum? Ich hab doch jetzt heute Morgen nur mein Hauptaccount in dem Spiel. Leute, ich bin übrigens da. Oh, da steht ja jemand neben mir. User disconnected from the channel. Lars steht da immer noch. Lars! Ja, beruhig dich, fahr halt nicht einfach rüber! Ich geh nicht aufs Handy gucken während der Fahrt. Wurde mir gesagt. Soll gesünder sein, hab ich gehört. Fuck! Was fährst du für eine Scheiße zusammen? Oh, Bonne, Alter. Mein Handy! Ja. Oh. Gibt's denn eine Open-Taste? Alter! Bitte rechts links abbiegen! Oh! Ich würde gerade von meinem Handy. Ich bin nicht die Plattlange gefahren. Ich rolle zurück, das ist normal. Und sag das doch meiner Freundin, dass sie mich nicht voll spammen soll. Die kann doch mit dir reden, die hockt doch hinter dir. Oh, Lars! Nee, auf ihn, auf ihm. Oh, ja. Ja, warte. Kommt der Mensch jetzt auf den Klick oder was? Boom. Guck in dein Spiegel. Leckt es jetzt so? Oh. Ein Applaus. Ja, einen schönen Applaus. Ich hab richtig angehört. Kommt ihr mal? Nein. Wie schnell der eigentlich? Janik fährt so langsam. Ja, ich warte bis der Mercedes hinter mir angeguckt kommt. Halt dein Maul! Oh. Lass mich bleiben. Ich fahr so langsam. Ich fahr 100. Was ist denn das? Mann! Wer spammt mich hier voll? Gib Tüte, du meinst ich fahr langsam. Oh, Onkel,
Da fällt ja gleich jemand hin. Ich kipp gleich vom Stuhl. Ja. Yeah. Oh, sind denn noch 600? Genauso wie die 384, die von dich an mich ging. Aus Versehen. Erstmal ein paar Nachrichten im falschen Chat, nur zur Info, wir müssen hier runter. Ja, aber was? Nein, müssen wir nicht. Genau das. Ich, dann fahr rein, komm Lars, fahr rein, ich hab jetzt extra abge... Oh, ihr nee. Seid so... Ist nicht dein Ernst, oder? Hey Lars, oh, leck um mio. Mensch, steht keiner. Falsch rumfahren. Ja, einfach alle falsch gefahren seid. Ich nicht. Ich war ja, der ist falsch gefahren, der Linke, oder? Lars, du wärst hier jetzt nur falsch. Ich war aber lang genug auf der linken Spur und hab geblinkt. Na und? Ich dachte, du fährst da runter und dann wieder hoch. 80, Lars. Schnell jetzt. Vielleicht. Ey, wir müssen langsam machen, da sind noch ein oder zwei Leute, die noch hier am Ende sind. Jetzt muss ich... Einmal stand der Office. Oh, komm, wir warten, bis die anderen noch da sind. Ja, toll, danke schön. Lars, das zahle ich dir noch ein, das kann ich dir sagen. Nick, fahr! Halten wir an, oder was? Weiß nicht. Oh, Junge, ich bleib gleich stehen. Wir werden gleich geblitzt sonst. Geblitzt, alles klar. Wenn wir Gas geben? Kevin, pass auf, ich blitz dich jetzt. Kevin, du wirst jetzt geblitzt, pass auf. Der Kanzler, wir fahren auf der falschen Seite. Oh fuck! Wir fahren die ganze Zeit schon auf der falschen Seite. Ich vergiss das. Janik, warte mal. Ja, ich steh 30 im Chat. Ja, ich war nur vor dir, deswegen. Lass mich jetzt ein bisschen rollen, dass ich Lars aufhole. Ich gebe jetzt Omega, die anderen sind ja vorne weg. Ach, 70, da. Jetzt ein bisschen schnell aufholen. Ja, wenn wir schon wieder 30.000 Kilometer Abstand haben, dann sollen wir sie nicht fahren. Alles gut. Die Ameisen auf dem Kelvinson Trailer müssen wir aufs Klo, davon ist ja Tankstelle. Wissen wir wirklich? Nee, die sind gerade in der Kopf alle runtergeflogen. Oh, wir müssen jetzt mal ein kleines... Ach nee, wir schaffen wir 70 durch. Sind noch ein paar Kurven. Warte. Das war doch schneller. Ich wollte gerade noch hier holen. Ach, können wir Stufen noch hoch. Oh! 80, dann müsst ihr aber auch die 80 durchziehen. Den mach ich doch. Naja. Ich war schon 90, ihr Schlappschwänze. Ich war schon fast 100. Weil ich jetzt immer Lars aufhole. Ja, wenn ihr es wollt, bei euch tue ich alles. Nur zur Info, wir müssen gleich links abbiegen. Nicht, dass ihr jetzt hart beschleunigt. Ich beschleunige ganz hart. Aber ganz hart, und Lars schnippet mit mir einem Renault oder was? Ich habe heute ein Schild gesehen im Schwimmbad. Lars! Das war ein Firmennamen und da stand hart Wichsen drauf. Also hart, wie man es halt schreibt, und Wichsen wie IGSEN. Hier geht's stark bergauf, ich würde mal einen Gang runterschalten. Ich würde um die Kurve mal ein bisschen Gas geben. Ich würde unten schon Gas geben und überholen, weil guck mal, ich bin einsteigen. Ja, ich geb doch die ganze Zeit Gas. Das ist das Pedal ganz rechts. Ganz rechts, ich hab nur zwei. Rechts unten kannst du durchdrücken. Ist trotzdem ganz rechts. Ja, ich fahr doch die ganze Zeit. Was willst du so? Bergauf hast du so um die Kurven busy. Jawohl. Ihr habt also die falsche Seite. Nick, fahr mal links hier auf mir vorbei. Nee. Er hat Vorrang, lass den vorbei. Alter, bist du bescheuert. Kommt ihr alle hinterher? Ja, nein. Wenn Nick Let's mich Player, nicht wieder Let's aus... Player und schnüppelt einfach meine aus. Der schnüppelt einfach. Ich zieh gleich vorbei. Ey, das ist nicht so sinnvoll, mich da zu überholen. Ja, warte. Komm raus, wir kennen unsere Punkte, die wir ausnehmen können. Erstmal lecken. Wir haben hier 10 Kilometer Abstand. Oh, jetzt war wieder geklappt. Das ist ziemlich langer Abstand zwischen Office und den anderen Leuten. 130! Ja, ich war 140. Ja, da wir müssen rankommen, weil ihr fährt nur zu schnell. Junge, Nick, bleib mal auf der Linksseite.
Du! Ich fahre ein bisschen schneller, damit ich mal wieder rankommen sollte. Dings, du willst mich überholen? Ich gebe auch, geb auch gerade Gas. Ich wollte gerade sagen, eher du nimmst Volvo, ne? Eob, das ist doch kein. Du kommst nicht weit, sag ich. Das ist doch kein Renault, Eob. Ja, so. Oh Lars, nö, vergiss es, mach ich nicht mit. Ja, was? Was mach ich nicht mit, kannst du vergessen. Was? Ich war jetzt so. Alter, seid ihr alle schon? Hier war auf einmal dunkel wie Kackhaufen, ey. So, so, jetzt schnüppel ich ein bisschen hier. Sonst komm ich nicht. So, überholt, Mann. So, warte, ich muss mal ein bisschen rüber. Nee. Ah, ja, was? Ja, hab da. Hast du mal einen Backe von? Hab doch mal Verständnis, bleib trüb. Licht anschalten! No. Ey, Scheiße! Gleich knallt's! So. Aha, will hier einer, ich will hier einer vorbeiziehen, hm? Ja, es hätte sonst geknallt. Fahrt alle in die Reihe. Wenn jemand überholt, dann, bin ich, wenn ich mal eine komplette Aufnahme mache. Dann wär's richtig hart wichsen ja, gewesen. Hä, hey, was ist mit mir? Also, ey, du bist so dumm. Lass mich doch reinziehen. Es gibt aber wieder. Lass euch mal gegenseitig rein, wenn Gegenverkehr kommt, dann haben wir mal ein ganz gutes Problem, nennt sich nämlich Unfall. Ich würde gerne auch 100 fahren. An die Leute vor. Also Charlie und ich haben hier vorne eigentlich ganz gut Ruhe, ne? Ja, aber hinten nicht. Wir müssen da hier eine Pause machen, ne? Immer schön schnell um die Kurve rum. Yeah. Pass auf, ich kleide. Ich versuch's. Charlie ist wie am Handy. Hola. Hör mal am Handy. Alter, was macht Office ich da? Ich bin ausgewichen. Ich muss von hinten drin. Ausgewichen. Charlie, schnell pack das Handy weg, da kommen die Polizisten von hinten. Alter! Sag dich nicht, Lars. Was nee. Denn? Ich kann nichts dafür. Charlie, schnell pack das Handy weg, von hinten kommt die Polizei. Pack Handy weg und geh ans Steuer. Sonst wird der Eob sauer. Sauer. Hier, die neuesten Radiomeldungen. Stau am Arzteingang zur Kackstadt. Bitte warten Sie und schalten Sie den Warnblinker an. Danke. Hallo, Coldfire. Ja, Lars, wir sind die Brühen hier. Ja, ich weiß. Ist noch rot. Ach. Weil du gerade schon losrollen wolltest. Hey, yo, hey. Alter. Nein, ich bin mir nicht geschlossen. Hallo, GNT. Grün. Lars? Ja, das ist grün. No spamming. Lars! Du bist doch ein schöner Leader. Aber hier schütter eng deine Kurve, ey. Oh fuck, war das knapp. Du kennst man, Lars. Der ist auf der anderen Spur, oder was? Geworfen und fährt falsche. Tja. Hey, wieso ist hier? Wieso? Hey, bist du umgekippt? Ich denke, ist jetzt eigentlich grün, nur immer noch nicht. Jetzt kann ich Gas geben, jetzt ist hier. Wohin fahren wir nochmal? Erstmal Rebel Rain. Fahr rein. Ich muss auch jetzt mal. Komm, ich hab nicht vor, komm. Ich muss nicht vor, danke. 10 Minuten wie lange? Pause. 10 Minuten, jetzt mach 10 Minuten Pause. 10 Minuten Pause. 10 Minuten! Geh mal sonst nicht jung. Ja, die muss auch noch 11 Minuten. Kommen die also. Die Pause ist zum Reparieren und zum Pinkeln da. Was ist, wenn man kackt? Also 18:15 Uhr geht's weiter eigentlich. Genau, und ich reihe mich hier draußen schon wieder auf. Was ist, wenn man kacken muss? Deswegen sind die 10 Minuten. Muss schneller machen. Ich brauche aber 11 Minuten. Na, ich warte. Ich brauche 10,1 Minuten. Janik, warte, lass mich zuerst. Ja, fahr vor, ich habe extra angehalten. Ja, danke. So, liebe Zuschauer, wir machen einen dritten Janik. Tag. Und das war Eob, der da geschnitten hat. Also, bis dann, ciao. Ich stand alles ganz. Ja. Ey, ich hatte Wette manchmal Janik und Lars. Ey, was mit jetzt meinen Ego-Wirkungen? Janik und Lars, bye.
Gut, ich stehe. Scheiße, so, ich muss kurz Bruder ist aus. Ich bin im Gefängnis, ich bin eingesperrt. Komm, wir fahren weiter, ein kleines Stück vor. Ja, wie findet ihr eigentlich meinen Truck von der Seite? Damit ich auch noch in der Nick kann. Wie findet ihr eigentlich meinen Truck von der Seite? Ist das ein schönes Mod, den ich kenne? Nicht, nein, in Office oder wie auch immer. Ganz nice. So muss ein Truck ausschauen. Ich sehe gerade die Ambro, jetzt kann ich mir mal kurz anschauen. Alter, Oppel. Ey, Mann. Wo bleibt er denn jetzt stehen? Darling. Ja, hier in der Abel, was tot ist. Fahr bitte noch ein Stück vor, weil sonst stehe ich da. Oh okay, Gott. Wenn ich fahr mal neben dir, dann schieß ich mal. Nimm mir oder warte. Ich sag das so. Schick. Überholt mich mal, ich hab geringen Luftdruck. What the hell? Was wir bleiben hier doch kaputt? Hier eh alle stehen. Ja, aber ich komme nicht weiter. Problem hatte ich. Jetzt da vorne nach der Kurve. Ihr seid so schlau, wenn ihr da vorne in der Kurve stehen bleibt. Wieso? Passt. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter vor, dass wir auf die gerade Strecke kommen. Kommt einer um die Kurve und fährt die drauf. Muss nicht mein Problem sein, ich stehe ganz vorne. So, jetzt geht's bei mir. Und eigentlich ist das auch Blocking. Und eigentlich ist das auch in echt richtig scheiße. Und so auch scheiße. Na, zieh durch, Lars. Zieh durch! Wo halt mal denn jetzt? Auf der Geraden, du dann. Warte, komm. Die nach der Linkskurve kommt. Danke. Bitte. Naja, ob das gerade eine Gerade ist, aber... Wieso spackt mein Gas? Irgendwie haben wir überall keine 10 Minuten Pause, oder? Ja, bleib halt nur wirklich stehen, weil ich fahre jetzt hier nochmal zur Werkstatt zurück, weil da der Kollege noch kommt, der was vorhin geschrien hat, ist mit Hallo. Da gehen Sie. Es bleibt auch stehen. Da vorne kommt schon wieder Kurve, wenn du da wieder reinfährst, stehst du genauso schon. Ja, aber diesmal ist es nicht so wild. Fahrt an die Dings ran. Wieso gibt mein LKW alleine Gas? Das finde ich nicht in Ordnung. Ja, das ist bei mir manchmal auch so, das ist richtig scheiße. Ich hab meine Taste durchgefahren. Wo ist meine fucking Schere? Ich muss die Taste rausmachen. Oh, jetzt habe ich plötzlich 10 Tasten rausgemacht. Oh, das haben wir hoffentlich 10 Minuten Pause. Ist der was Coldfire geschrieben hat, ist der schon bei euch? Nee. Ja, GNT müsste sein. Geht doch. Jetzt packt sie nicht mehr rum. Ach ja, du bist ja so eine Muschi, du fährst ja mit Tastatur. Nein, ich fahr mit Lenkrad. So, 10 Minuten Pause, ne? Ja. Ab jetzt, also, bis dann. Ich muss gucken, ob ich gut stehe. Ich stehe relativ weit links. Ich geh mal in der Werkstatt und hol dann den anderen Kollegen ab, den ich dann mitnehme sofort zu euch. Mach mal alle euren scheiß Motor aus. Ich bin AFK. Das will ich nicht mehr haben. Jetzt hat er sein Sound gemutet, scheiße. Steht dieser Pug C19 schon bei euch? Nee. Nee. Ich lolle. Wer steht eigentlich hinter mir? Lars. Warte, da hab ich nochmal guten, Hey, ist der jetzt bei dir, eher? Gleich. Welche Person sagt diesen Satz? Ich hab noch nie in meinem Leben so viel Lauch gesehen. Du? Ding Lu, 19 aus China. Ruf bei der Feuerwehr an. Alles klar. Ja, du hast doch jetzt Zeit, die Webseite mal anzugucken, oder? Das Bild wird dir am Anfang gefallen. Das hab ich rausgesucht. Ich bin mal auf dem Klo. Webseite.
Manchester. Ja. Janos, wer schreibt bitte von Jonas in die Kurzfeuergruppe? R ist gleich U-I. Lars? Noch da? Sind alle Platz, die hier sind. Der ist gerade auf der Toilette. Also dann geh mal. Aber Florian hat immer noch nicht drauf reagiert. Ich ruf mal Florian mal an. Da ist doch ein Pookie. Pookie. Hat der TS? Geht's weiter oder was? 10 Minuten Pause haben wir ja doch gesagt. Ja, weil da vorne manche losrollen. Wer hupt hier so scheiße? Ich nicht. Lass, du musst ja mal kommen, Alter. Dann war es so machen. Ja, passt du dir die Webseite schon angeklotzt? Ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil ich jetzt gerade warte, dass wir dann, wenn wir dann rüsten. Okay. Das sind geile Bilder. Deswegen habe ich gefragt nach Bildern von dir. Nicht von dir, von deinem Truck und Co. Ja, das müssen wir dann später machen. Frag mich, was Felix jetzt nachher noch will. Er sagt doch immer, er hat keinen Bock mehr auf dich. Da bin ich wieder. Ja. Yeah. Alles klar. Nicht lustig. Doch. Nein. Wir müssen die neue durchkommen, wenn einer vorbeifährt. Der Pookie ist ja als Art durchkommen. Jungs, ich muss essen. Tschüss. Ich porte mich zur Werkstatt, okay? Alles klar. Doch. Ja, okay, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Wie auch immer. Danke fürs Na, was tun? Tschüss. Ciao. Da ist jetzt GNT dabei? Der Nixi oder? Nee, der ist leider gerade, muss nach Manchester. Oh. Hier ist jemand weg. Cooling Adrian. Ja, du kannst auch. Vorne könnt ihr jetzt ein Stück aufräumen, weil der Kollege, der muss essen, der ist da weggekommen. Also warte, Lars, vorwärts, ich fahr. So, jetzt bin ich drüber. Hallo, machen wir jetzt auf, Mörder. Das ist ein Ballermann, Mann. Demon! Der Körper! Das weiß ich nicht! Wie spät ist es jetzt hier überhaupt nicht jetzt? 20:51, hast du verstanden? 20:51. Waren jetzt eigentlich weiter oder sind jetzt alle da? Alter, Janik! Mensch! Wir müssen los, das ist Viertel! Hä, haben wir nicht, Nein! Verschiebung? Nein! Warum nicht? Weiß ich nicht, musste Charlie fragen. Weil eigentlich haben wir jetzt noch 2 Minuten Pause. Oh! Wow. Ja, wartet nochmal. Nein! Bist du bei der Arbeit genauso? Warum nein? Warum ist es immer nein? Nein. Bist du bei der Arbeit genauso? Hast du zum Schluss gesagt, eine Sekunde Pause habe ich noch. Und dann aber schon ein Rauchen geht wahrscheinlich. Der Sekunde. User was kicked out of your channel. Alter. Okay, können wir irgendwie losfahren? Ich denke, ich soll nicht. Na gut, warte, wir haben jetzt. Wir haben noch keine Pause mehr eigentlich, aber. Na, ja, eine Minute haben wir noch, weil wir ja 2 Minuten verschieben. Oh. Meine Fresse.
Und er kann jetzt das Fahren machen, dann irgendwo eine Minute Pause. Was war da gerade los? Alter! Jetzt hat er mein Herz gefuckt. Okay, ich geb wohl weiter. Ja, keiner. Die olle Kiste. Kommt überhaupt hinterher, Licht an? Es sind jetzt für mich noch 2730 Kilometer. Ja, ich habe jetzt noch von Paris aus. Weil mein Auftrag bis Ungarn geht. Einer geht nach Dortmund. Paris? Dein Ernst? Hm. Du hast einen Auftrag von Paris angenommen. Ja. Ey, was kann ich dafür? Das war das Leichteste mit unserem Firmentrailer. Ja, Paris ist doch keiner. Ich hab auch das Leichteste genommen, meins geht eigentlich bei nach mir das grad volle Pulle. Und meins sollte eigentlich idealerweise in Ostrava ankommen, bei Transinet. Mal 9 Tonnen Leber wurscht. Ja, bis die da ankommen ist, hast du doch eh schon gefressen, gibst du? Ja. Oder wenn ich nachts irgendwo an der Tanke penne, dann tun wahrscheinlich die Aselande die Leberwurst klaue. Wer hat denn die Leberwurst drin? Wer ist denn das? Ich. Ja, wer ist ich? Name? Janik. Janik. Ah, dann hast du schlechte Karten, weil wenn du der vor mir bist, ich hab deine Ware schon alles weggeklaut, was da drin war. Die ganzen Kartons habe ich alle bei mir ins Führerhaus gepackt. Justin kommt eh gleich hier rein. Wetten? Wetten, wetten, der ist gerade in der Eingangshalle. Hier, Justin, komm her. Justin! Justin 112? Jetzt komm! Deswegen geht das auch mittlerweile so flott bei mir voran. Nö. Justin, bei Fuß. Ich muss ja nur noch Leerlast ziehen. User joined your channel. Hi Justin! Guten Tag! Richter, ich habe euch gezeigt, wie das geht. So wie ich das jetzt gerade gemacht habe, so funktioniert das mit dem Fahrzeug. Wenn du probiert hast, sagst du mir bitte. Weg, Alter. Dann sagst du bitte, wie die Leberwurst geschmeckt hat, weil die ganze Zeit schon so hin und her geschwankelt hat. In dem Anhänger. Ja. Nee, du schnibbelst einfach. Ja, hier, da rückt mir auf die Pelle. Simon! Mach dein Bett. Okay, Lars, jetzt bist du dran, Junge. Du Kleen, das ist auch. Gehen, ja, du fliegst jetzt hin. Flieg hin! Flieg hin! Wir können mal aufhören mit dem Konvoi mit sowas. Mensch, er schnippelt, hat er. Ey, du bist so dumm! Ja, ist doch mir egal. Du hast ja nicht rumgepackt, haben wir auf das Teil da gefahren, wenn du nicht. Ich meine ja auch nicht dich, ich meine auch Nick, weil ja, er mir gerade reingefahren Pech, ist. Ja, wenn du mich schnippelt. Gerechtigkeit. Was ist das für eine Gerechtigkeit, Alter? Das ist die höchste, Junge. Ich hab grad gehornt, damit ich da vorbeikomme. Die haben sich ja da ge. Ja, ist noch mehr. Bei mir regnet. Bei mir nicht. Nein, ich werde von der Leberwurst getrennt. Hey, Lars! Du sollst jetzt so dicht vor mich ziehen. Ja, ich fahr ja auch nicht vor dich. Nein, du bist nur vor mir, Alter. Das ist so. Nee. Ich bin fast mein rechtes Spiegel losgeworden, wie dir. Wegen mir, das war doch der Nick. Hä, hey, hey. Was ist mit mir? Der Nick ist links, ich war auf der mittleren Spur, du bist von ganz rechts rübergezogen. Genau. Ah, du willst wieder von Nick reinziehen hier. Junge, aber regnet's. Geh doch hin, oh. Nein. Kann ich dir sagen. Bei mir regnet's. Wenn ich einmal hier hinten bin, willst du mich gleich abstauben, oder wie? Bei mir regnet's. Komm, den mach mal kaputt. Bei mir regnet. Hier steht jemand einfach unten beleuchtet. Ja, alles klar, Mercedes AMG und fährt ein Volvo. Ja. Ich muss in 10 Minuten essen. Tschüss. Ja. In 10 Minuten und Lars fährt runter. Wieso geht ja alle um die Zeit essen? Ja, ich muss eigentlich auch essen, aber. Können wir da vielleicht mal. Ich
Pause machen? Eine kurze Pause machen, ja. Ja, bei dir ist wieder... Also, letztens hast du gesagt, du gehst schnell. Das war vorhin, du gehst Mittagessen, plötzlich kommst du erst dreiviertel... Guck mal langsam, wir haben offen fast verloren. Okay. Da war ich im Schwimmbad. Ja, 60. Das sieht irgendwie bescheuert aus. So, aber habt ihr alle einen Knall? Was denn? Hey, seid ihr alle dumm? Ja, nee. Alles klar. Was ist das für ein Konvoi, Alter? Nein. Ey, Nick, du ziehst einfach, während ich da bin, ziehst du rein, dann ja, überholt mich der Janik. Ja, bei mir, die Gerechtigkeit ist... Das ist komplett... Alter, Nick, ich fahr nie wieder mit dir, nie wieder. Was? Nie wieder. Du hast dir fast einen Spiegel abgefahren, also... Ja, und meine Spiegel hat jetzt Arbeck gefahren, die sind Arbeck. Eine Reihe. Was, wir versuchen es. Und du gehst jetzt, Janik, du kleines, ja, mieses Schwein. Dann fahr vor mich, Nick. Lass uns jetzt mal uns zurückfallen und fahr hinten in den Office wieder. Da. Ach, ja, Lars, drängel dich auch noch vor. Offroad! Ist okay, Lars. Tschüss, Lars. Und dann gib auch dein 60 Truf, Mann! Nick. Warte, ich hol ihn mal zurück. Nick, ey. Du musst auch 60 fahren. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ich muss dann noch, ich bin noch hier hin. Aber das ist das Problem, jo. Ja, kann gleich gucken, der hier hat Kinder mehr. Ich fahr 60, wahrscheinlich hol ich dir gleich trotzdem wieder drauf. Geh mal kurz tanken. Ey, Junge, warte mal, ich hol jetzt mal Lars, und dass er mal stehen bleibt. Lars, bleib da hinten stehen! Ich fahr hier jetzt ab und tu jetzt essen gehen. Nee, ich kann noch weiterfahren bis zur nächsten. Ich fahr hier so drauf, hier so. Ja, ich warte da mal vorne bei euch. Alles klar, genau, fahrt ohne Lieder weiter. Nee, wir kommen dann gleich. Lass einen noch da vorne stehen bleiben. Sehe ich, der Einzige, der bei mir steht, ist. Tschüss. Lars, bei dir ist das Problem, du stehst mitten auf vorne vorn. Der ist also schon lange nicht mehr drin, aber egal. Ja. Bist du nicht im Office? Nee, ja, ich bin bei mir. Ja, und ich fällt dann auch nichts Besseres ein. Ich gehe einfach vom Channel und ihr Mann. Kommt Charlie jetzt um die Kurve da rum? Ah, da hinten kommt Charlie, oder? Ja. Und der Rest ist gegangen. Genau, machen wir unseren kleinen Konvoi weiter. Ja, Office ist noch da. Ja, Office, der ist immer da. Der war gestern auch bis zum Schluss da. Hey, was? Bring die Hufe, Office. Wo sind jetzt die anderen beiden? Ey, er schreibt, ihr seid assi. Okay. So was? Wenn der durchrast. Okay, jetzt reicht's, mein Junge. Den mach ich jetzt an. Wenn so ist. Wenn du nicht Abstand zu los, so, ram ihn einfach. Ram ihn tot. Doppel! Das war knapp bei Lars, ey. Ich hab Lars seine Plane, seine rechte Seitenbahn mitgenommen. Ja, soll man auch machen bei denen jetzt. Ich hab keinen Bock auf den mehr. Wie kann man eigentlich seinen LKW querstellen? Ich geh einfach aus dem Channel raus und ihr bannt mich vom Server. Was macht das für? Oder ich benutze einfach den Tab-Trick. Bitte um Rückmeldung. Ey, der gibt von alleine Gas, die Sau. Du bist Assi hoch 10. Charlie, gib mir jetzt bitte mal eine Rückmeldung, oder hast du keine Eier in der Hose? Also, der sitzt jetzt genau an bei euch. Die Allgemeinheit. Ihr wisst schon, dass ich hier gerade mach da nicht, weil ich rechts war. Also. Ja, okay, wenn er mich kommt, ich komm ihn weg. Du hoch 1, 11 geht gar nicht. Es geht nur bis 10. Na, warte auf! Ich kann doch. Ja, kannst das doch, tut. Das war ich. Das. Du kannst doch hoch 11 rechnen. Ja, 11, warum? Es geht nur bis hoch 10. Oh! Was sind 1 hoch 100? 1, also. Hä, was macht Lars? Ja, Lena, ich ramm ihn weg. Darf ich rein? Wer war denn Nick nochmal?
Der ist jetzt hier im TS, oder? Ja. Der Lars aber nicht mehr. Ja, hoffentlich hockt ihr nicht gleich mal hinter mir. Ja, ich hol mich doch erstmal. Hä, wo ist denn Lars? Ist weg? Ja. Also sind wir gerade kollidiert, wahrscheinlich. Sind wir gerade kollidiert? Es liegt ja blau, dann mach ich Teppich gleich kurz vor ihm raus. Ja, komm, Nick. Komm, gib doch Gas, Nick. Ich geb doch die ganze Zeit Gas. Nick, sind wir zwei gerade miteinander leicht kollidiert, oder wie? Ja, warte. Ich versuche noch in Office, dass ich genau komme. Okay, ich bin genau, du kannst. Ich guck das. Du kannst rein. Ja, ich wollte nur nicht gerade reinfahren, weil du ziemlich dicht. Lass es weg, das ist gut. Wie lange kannst du heute dann noch on bleiben? Ja, nicht so ewig, weil ich dann noch Essen machen muss. Das heißt? Ja, mal schauen. Ja, ich kann auch nicht so ewig. Ist das ein Verrückter hinter dir? Ich muss mal Leberwurst mal ein bisschen schütteln. Halt, der weiß immerhin, wo wir hinfahren. Achtung, Russe von uns fährt vorbei. Oh, 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 Mack. Warum los? Weiß jemand, wie viele Kilometer es genau noch sind? Ramm mich halt, du Wichser. Ich muss da vorne jetzt raus. Auf die Tankstelle essen. Ja, wir fahren okay. Weiter. Ich habe zwar keinen Prozent dazu bekommen, aber er hat mich gerammt. Hm. Oh, wer ist neben mir? Yannick. Ciao. Ciao. Na gut, ciao. Danke fürs Mitfahren. Ja, ich komme dann wieder TS, weil ich kann dich euch irgendwie einholen oder mich hinterher teleportieren. Ja, du kannst im Singleplayer dann auch aber den hochbeamen, wenn du bis dahin rechtzeitig da bist. Ja. No, you, das hier erstens Lars, weil der ist immer so, weil er jetzt seinen eigenen TS-Server hat. Eigentlich ist es sein gar nicht. Eigentlich gehört er von der Firma, eigentlich von Florian. Und jetzt denkt er, ja, ich bin hier der Boss. Kenn ich jemanden? Solche Leute kenne ich nicht von hier, aber. Ach, ich erwähne es lieber nicht. Wie heißt der gleich Erb? Der Jan? Lars? Na, ich rede mit Erb. Meinst du ihn, Jan? Renvilli, oder wen meinst du jetzt? Jan, Knicki. Vorher das größte Arsch hat, dann hat er einmal den TS für einen Monat bezahlt, jetzt ist der größte Schatz. Die werden schon auf die Schnauze fliegen, weil wir haben jetzt bald dann einen größeren TS, weil ich ja das umwandle in einen V-Server. Und da haben wir 500 Spare Slots. Und bloß gut haben wir ja so einen Geheimen, der in zwei Gruppen drin ist, der das alles weiter berichten kann. Und eigentlich bin ich ein Fahrer. Der eigentlich bei Konvoi ordentlich fährt, aber wenn jetzt sowas ist. Nee, dann nicht. Ja, wenn wir nicht unsere virtuelle Spedition. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich jetzt für unsere Firma. 123.000. Ich hatte da mal. Nächste Woche Samstag kann ich nicht. Eigentlich, weil ich woanders hin muss. Und zweitens, ich habe das Go-Ease nicht. Und ich hatte mal so eine Strähne, wo ich gar nicht gefahren bin. Wenn ich jetzt auf den Pro-Mod Map da gefahren bin, hätte ich jetzt für ganz Stockholm bis rund um Milano erstmal fast 4 Millionen erreicht. Das war richtig scheiße gewesen. Wie lange gibt's eure Spedition schon? Wie lange gibt's denn die Spedition schon von euch? Hä? Oder Spedition, wie lange gibt's die schon?
Weiß ich gar nicht, ich bin erstmal seit 2 Monaten drinne. Die vorbei. Na. Und. Eop. Ich hab also ein Spedi-Programm gefunden, die ist völlig kostenlos und die macht alles automatisch. Da musst du nur dein Start, dein Ziel, deine Fracht eingeben und was du getankt, an Preis, was du getankt hast und wie viel Schaden du auf die Fracht hattest. Wir haben das FPH, da müssen wir nur ankurbeln, Auftrag annehmen, dann macht er erstmal alles alleine außer Schiff und tanken macht er auch alleine. Eigentlich brauchen wir nur das Schiff oder im Zug Zeug machen. Wir haben jetzt dazu, wir haben jetzt so eine Art Leitstelle, wo dann die Disponenten die Aufträge rausschicken. Zum Beispiel München dreht und dann muss man mit dem Dreht von München einen Auftrag fahren halt. Wir machen dann unser eigenes, System im Endeffekt. Aber wir irgendwie würde ich ehrlich gerne, wenn die unsere Firma da, dass die Disponenten uns den Auftrag schicken. Also mit unserem Programm sozusagen, da könnten wir uns mal drüber länger unterhalten, wenn du meinen Chef am besten mal hier irgendwie mal auf den TS holst. Weil wir suchen ja schon seit längerem eine Spedition, die eben mit uns da kooperiert, sag ich mal. Die auch Interesse an sowas hätten, dass dann Disponenten gibt, die dann dich alarmieren, dass du zum Beispiel in München in Dreh einen Auftrag abholen musst. Und dann musst du halt wirklich in Dreh einen Auftrag abholen, wo du denn hinfährst, ist scheißegal. Aber du musst halt da den Auftrag abholen. Nee, das. Ich denke, das kommt noch alles. Denke ich. Das wäre aber schön. Gegenverkehr. Ja. Noch mehr Gegenverkehr. Scheiße, mich hat's zerfetzt, mir ist einer reingeleckt. Oh. Müssen wir stehen bleiben? Bleib mal stehen, ich muss kurz. So, ich wir müssen stehen bleiben. Oh, scheiß Auto, bleib da stehen. Da war ja übel sein Loch. Genau vor der Kurve bleibt man noch stehen. Seid ihr wieder am Fahren? Ja, schon lange. Ah, scheiße. Wieso? Weil ich jetzt wieder da bin, wie man hört. Du könntest noch hinterherkommen, eher passig abschleppen lassen. Oder? Okay. Nee, ich bin jetzt auf dem Hinterweg, aber ich habe viele Motorführfunktionen, also können wir nicht mehr rasen. Okay. Das heißt, wir können weiter? Fahren wir langsam weiter, aber so schnell kann ich jetzt auch nicht mehr. Also keine 80 mehr. Wie viel Prozent hast du? Warte, ich schau. Na, hier sind eh nur 60 drin. 160 Prozent. Der scheiß Russe da, der ist voll mit reingelegt. Oder nee, das schaffen wir hier nicht mal. Die Kurven sind so scharf. Ich bin auch scharf. I. Vor uns fährt er scharf. Obwohl, ne, ist zu lahm. Ja, bis noch nee, 60 kann man ja fahren. Strahl ich nämlich noch auf. Was? Das war ganz knapp. Strahl ich nämlich noch auf. Ach so. Ja, das ist doch die Strecke, wo wir. Nee. So, ich muss jetzt wieder meine Aufnahme starten. Das ja. Ist der dritte Teil, Junge. So, liebe Zuschauer, es geht wieder weiter. Wir haben mich jetzt ein bisschen abgehängt, also das heißt, ich muss Gas geben, um noch ranzukommen. Aber das werden wir schon schaffen. Nee. Doch. Oder du bringst dich über Garagen in eine bestimmte Stadt. Aber nicht mit einem Auftrag, das geht nicht. Wir können doch bei Edingburg anhalten, irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie weit bist du jetzt von uns entfernt? Das ist ja hier nicht vorhanden. Ja, dann machen wir in Edinburgh noch mal eine Pause, nein, hätte ich gesagt. Nee, wir haben ich und Lars hatten irgendwie so einen Streit, aber geschrieben. Junge Lars, er schreibt erstmal Maul. Nee, du schnibbelst Einfahrt waschlaps.de. Junge, was machst du? Ihr seid
Asi wie du. Schreib hier vorne. Warum? Egal. Rede mal. Du bist Asi hoch 10. Oh, jetzt knallt's. Und dann da erstmal wer? Habe ich einfach geschrieben, Lars. Und da schreibt ja jemand, der German Generalschaft, du noch, du hoch 1, 11. Hoch 11, aber egal. Hey, was macht der? Junge, ich knall mit denen gleich zusammen. Motorfehlversagen. Ja, pass auf, der überholt jetzt. Gegenverkehr muss jetzt kommen. Schloss mach nicht du, mach rein. Du, mach zu und lass nicht mehr rein. Los, Office. Wo machen wir denn jetzt Pause? Eddingburg. Okay, dann scheiße, mach ich mal gleich mal dicht. Das kann jetzt was werden, ey. Nein, jetzt wird's zweispurig. Okay, trotzdem abschütteln. Alter, seid ihr weit vorne. Alter. Ja, darf ich rein? Ja, danke. Muss das genau wie ein echter LKW-Fahrer? Genau, jawoll. Ja. Ja, die echte LKW-Profis, ja. Aber wir haben noch ein Schickchen, ne? Ich habe genau 777 Liter gerade noch im Tank gehabt. Und wir haben. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay, Nein. Ich muss Gas geben. Scheiße, ey. Ihr seid doch ganz schön weit, extrem vorne, ey. Ja, das schaffst du schon. Wir machen einfach jetzt den Eggenburg eine chillige Pause halt. Ich hab mir nichts mehr gehört, ich guck in der Schilder. Musst du nicht tanken? Ich? Na, hier, ganz vorne, ja. Und der Kunde erwartet dich immer sehr bald. Motor-Fehlversagen-Action. Ja. Yeah. Ich höre das nicht, weil ich Radio an habe. Jo. Hast du wieder Motor-Fehlfunktion oder musst du tanken? Wenn du mir auch nicht, da kommst du ja. Das wird eng. Oh. Ich war mit 80 hier rein. Das war ein Fehler. Au, 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 au. Oh, jetzt das steht da. Achso, das ist die Autobahn nach Newcastle. Ich war gerade nach Schildern. Schildern? Schildern. Na, bitte an der Nordstadt, weil ich habe 7%. Wow. Er ist immerhin was. Könnte meine ich bin hier immer noch führender. Ich habe jetzt 67%, weil ich noch ja, mal geladen habe. Ja, wir fahren jetzt zur Werkstatt. Ich habe mal 100% gehabt, bin trotzdem dann weitergefahren. Konnte nicht mal über 40. Weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich habe 100% gehabt, ne? Der Motor ist nicht mehr angesprungen und ich bin mit Hängen und Würgen in bestimmt 20 Kilometer lang gerollt mit Wandblinker. MAN-Händler entdeckt. Oh fuck, fast vorbeigefahren. Ich fahr lieber hier lang. Hallo? Oh scheiße, ich bin. Das ist das Problem immer in England, Alter. Tja, und du bist auch zu weit gefahren. Hier ist eine Baustelle. Muss auch welche abbremsen. Ihr seid erst da, ich bin schon wieder aus der Werkstatt. Also repariert habe ich schon. Fuck. Was? Der vorher war so ein Trottel.
meinst du denn? So, wie spät haben wir es? 18.41 Uhr. Das ist mein ältester LKW-Fall, den ich hab, ne? Ja. Den hab ich damals von meiner wirklichen Inspektion noch gehabt, ey. Können wir weiterfahren? Na, warten wir mal auf den Kollegen, das müsste der schaffen, wenn er mir Gas gibt, dann schafft er das. Ich oder was? Ja. Ja, drück drauf, ich schaff's. Ich geb Gas! Ist ja gut. Ey, Charlie? Ja? Schau mal meine Auspuffe. Nein, hab ich die Blende weggemoddet. Dein Ernst? Schaut doch geil aus, oder? Auspuff. Habt ihr eigentlich diesen Trailer-Pack schon gesehen? Warte mal. Ich geb das im... Ich hab ihn noch nicht. Ich hab sie. Ich hab mir mal einen Trailer gemoddet. Da waren die Trailer ineinander, habe ich die zusammen gemoddet. Alles klar. Wahrscheinlich. Hier steht einer, ich weiß aber nicht, wer es ist. Yannick steht hier. Yannick, ach, der ist ja auf. Ist ja auf, ist ja klar. Okay, ja, dann hast du es nicht mehr ganz so weit. Nicht mehr. Nee, ich bin jetzt bei Newcastle. Oh, dann hast du noch ein kleines Stückchen noch. Ja. Wo fahren wir dann hin? Aber den Triad oder wie? Aber den war doch das Ziel. Naja, aber den Triad oder wie? Ja. Der Rest ist dann fast nur noch Landstraße. Man könnte ein Stück weiter gehen. Also ich hasse Landstraße, ohne Scheiß. Ja, aber die Landstraße wird extrem. Also da bin ich mehrmals auf Mal geflogen, muss ich sagen. Dann habe ich sie mal beherrscht und dann bin ich so 200 Touren bin ich dann so noch gefahren und dann bin ich da auch gefahren. Ich bin wieder auf Mal geflogen. Ich bin nur 60 geworden. Ich muss geradeaus, Bruder. Und dann bin ich... 150 mit Mercedes, das ist schon eine wahre Kunst, Alter. Ich denke, ich fliege heute nicht auf Moll. Hoffentlich. Warten wir, warum bei Konvoi nur 50 bis 100 ist. Wegen Achten auf Security-Ansagen. Genau deswegen. Mal Werbung machen. Ja, naja. Ja, er hört eigentlich so. So, jetzt bin ich nach Newcastle, diese Landstraße da. Ja, dann hast du nicht weit. Ich hoffe es. Jetzt Charlie? Ist eine Schnecke vor mir. Komm, Alter, zieh Leine. Die Wäsche kommt hinterher. Charlie. Herr Schaf. Neues Mitglied geworden. Ja. Einfach mal so auf den Stand. Oh okay. Geil. So Leute, es geht wieder weiter. Ich hab jetzt fast nicht passiert. Folgen Gang Bruderschein, aber es bringt nichts. Weil ich fahr schon, wenn ich runterschalte, schon so gut wie am Drehzahlbandende. Das passiert dann auch nicht mehr wirklich allzu viel. Würde sich dann überhaupt nicht mehr lohnen. Office heißt eigentlich Max. Maximilian. Oh, was ist denn nur hier los? Ich weiß es nicht, was? Kann man nicht sein.
Ich weiß es nicht, als Lack. Nein, hat er nicht. Ich hol mal schnell meinen neuen Trailer an meinen Duff wieder. Viel Spaß. Komm, gib ihm Mercedes, los. Das war so ein Fehler, mit Mercedes zu fahren. Oh. Das war schon ein Fehler, von diesem riesen Megakonvoi damit zu fahren, mit Mercedes. Und ja, ich hab dich ja in dem Konvoi gesehen, ne? Ich weiß, da sieht man mich kurz stehen, ne? Na, du bist an mir vorbeigefahren, ich hab's dann in deinem Livestream gesehen. Ah, du bist entgegengekommen, ne? Nein. Du bist an mir vorbeigefahren, ich stand da am Standstreifen, weil die in dem Ankündigungsvideo gesagt haben, ja, ihr kommt da und da hin und ihr fahrt dann raus auf den Standstreifen. Ich bin dann mit ein paar Kumpels rausgefahren, auf den Standstreifen gestellt und bevor es losgegangen ist, bist du ja noch gekommen mit deinen Kumpels da. Und ich hab im CB-Form gesagt, ey, ihr hopp und so. Ach, du warst und, es. Ja, du bist ja auch mal beim anderen Konvoi bist du mal entgegengekommen. Wir sind gerade auf die andere Autobahn aufgefahren und du bist gerade runtergekommen und entgegengekommen. Da habe ich dir drunter kommentiert, das hast du ja gesehen. Ja, das habe ich gesehen, aber ich meinte den anderen großen Megakonvoi da. Meinst du den vom Film, ne? Vom, wie heißt jetzt wieder der Typ? Nordrhein. Ja, Nordrhein, TV, oder wie auch heißt. Eddingburg war das jetzt, ne? Ja. Fahr es auch rein. Ich hoffe doch. Hättest du nicht. Ich krieg die Krise! Was? Das zähl ich jetzt lieber nicht, sonst schlagt er mich gleich noch. Hä, wieso? Motor-Fehlfunktion? Nee, Motor-Schwanzfunktion. Hab ich meinen Christbaum auspackt. Ja, ich seh's. Oh. Hey Nick, schau mal meinen Christbaum an. Ja. Das sieht doch geil aus. Oh Junge! Ach, ja. Das war der. Ich hab auch nicht gescheatet oder so. Nein! Well, Alter, ich kann hier nichts. Können wir los? Ich weiß nicht. Hält denn schon mal her zu mir rüber? Siehst du mein Christbaum? Ja, da ist der Mercedes oben. Hallo, fahr. Schöner Christbaum, oder? Ich warte mal 2, dann werde ich mal sagen. Okay, es geht los. Meep. Oh Gott. Wir stehen erstmal out. Hier ist Baustelle. Das hab ich ja vorhin gemeint. Oh, was macht denn der hier? Na, fahr. Er hat Probleme. Oh Junge. Der kann kein LKW mehr vorne. Warum fährst du nicht dran vorbei, du Idiot? Ich kann kein. Ey, ich wette, jetzt habe ich Luftdruck. Ja, gleich. Ich denke noch einmal bremsen. Was ist das für ein komisches Schild? Da bin ich gegen gedonnert. Hey, wo der fährt einfach auf falsche Straße sein. Ich bremse gar nicht. Ich fahre jetzt so weiter. So, immer schon an die 30 halten, ne? Nö. Ja, bist auch nicht mehr da? Ich bin schon da. Ja, bist immer da. Immer wieder. Ich hab bloß immer wieder kleine Standlecks dabei, weil das Spiel spackt. Okay. Oh, ja, kann der Idiot mal fahren? Kann ich fahren? Soll sich wegmachen? So, ich bin genau hin. Also nicht genau, aber egal. Warum
kommen alle hinterher oder muss ich anhalten? Anhalten. Oder Geschwindigkeit zumindest drosseln. Okay, dann mache ich Tempomat 50 rein. Oh, hier 50. Ich hab 40. Oh, Junge! Ich raste aus bei denen. Ich so, ne, nochmal. Junge, was ist mit denen? Der überholt jetzt schon wieder. Leider nicht. Komm nicht halt. Denkst du, deine Hupe macht mir Angst? Alter! Solange es nicht die Iveco oder Renault-Hupe ist. Das. Nein, das ist Volvo-Hupe. Jetzt mal kurz alle Achtung, der trollt mich, alter Teppich, raus. Oh, Mercedes fährt hinter mir vorbei. Oh Mann. Lass mich den zerstören. So, ganz klar. Lass mich vorbei, ich zerstör den. Das ist Calvin. Sorry. Ich war ein bisschen schnell am Ende. Aber du musst eh gleich vor, du weißt wohin. Ich denke, es kommt keine Leitplanke, scheiße, Leitplanke. Schade. Gib ihm Schlampe, gib ihm Schlampe, gib ihm Schlampe. Na, Spaß. Ei. Bin wieder da. Alter, was bist du? Schwede, was machst du? Drehen, oh, was macht der da drüben? Drehst du immer deine 900 Grad voll aus? Ja, ja, soll ich mal? Nee. So nach rechts oder so? Nein, der ist genau neben mir, komm ich rein. Ich bin auch wieder da. Okay, Boss, okay, glaube ich, kann ich mehr uns hinterher brettern. Wir sind bald da. Kurva. Okay. Was ich gerade sagen wollte, ich war ja heute Nachmittag im Schwimmbad. Ja. Es gab eine Sache, die mich sehr schockiert war. Da war, stand vor mir bei der Schlange für die Rutsche eine etwas sehr kräftigere Dame, die sich auf den hinteren Oberarm eine, kennt ihr Pokémon Go? Die Rosanna tätowiert hat. Ja. Die Rosanna, dieses Ding da mit den, Ding mit den blonden Haaren, dem roten Kleid da. Ja. Die hat sich das auf dem hinteren Oberarm tätowieren lassen. Oh, wie dumm muss man sein. Alter. Ey, wisst ihr das noch nicht, Alter? Das ist heutzutage Fun, Alter. Ich will mich mit den sämtlichen Pokémons voll tätowieren lassen, Mann. Auf die rechte Seite kommt dann Pikachu auf die Liste von YouTube. Ich würde mir so ein ganz großes Relaxer, wenn dann auf dem Bauch tätowieren lassen. Ja. Janek, yeah. Du kannst dich im Einzelspieler nach Dings porten lassen, nach Aberdeen. Du kannst wieder Screenshot drauf, wir machen noch Screenshots. Ja toll, hinter dir. Ich mir auf dem USB-Stick speichern, dann. Also eine Präsentation. Erstmal Mercedes. Bleib mal stehen. Jo, ich war auf Schnauze. Erstmal muss ich meinen Laptop kurz neu starten. Bis gleich. Wieso? Wieso soll ich Schnauze? Oh, das wird taub. Bis gleich. Ja, wieso? Arsch. As luck. Oh, as luck. Wisst ihr, was müsst ihr noch tätowieren lassen? Ich lass mir hinten auf dem. Auf die Wade lasse ich mir die Audi-Ringe und ein Audi dazu tätowieren. Dein Steam-Profilbild oder was? Ja, die Audi-Ringe und dann unten drunter der Schriftzug Audi und links und rechts ein oder zwei Rösler hält nur mit hin oder so, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, kommt noch irgendwas. Kurze Unterbrechung, Kai, wir müssen hier runter, ich glaube, du solltest mal abbremsen. Ja, ja, passt schon. Nicht da. Ja, oh ja, passt alles. Passt ich bin ja Stück Audi-Fan. Jetzt kommt flieg hin. Ich würde sowas mal machen. Schade. Warum hat man hier eine Bremse? Ja, man muss auch ein bisschen Spaß hier rein. User joined your channel. Wieder hier. Hey, da ist ein neuer online. Ha. Hey, was sollen wir jetzt fahren? 9 scharfes S, okay. Also mit 9 km/h sollen wir in die scharfe S-Kurve rein. Oh Mann, ich fahr schon wieder auf der falschen Seite. Ja, ich frag mich warum. Nein, doch. Oh.
Nein, doch, oh, und links. Hm, jetzt überlegen, was ich jetzt links. Nee, oben, okay. Nee, wir fahren mehr links oder mehr rechts? Mittig links oder mittig rechts? Links oder rechts? Ja, komm, Gegenverkehr. Okay. Komm, die ärgern wir mal. Der muss die überall abbremsen, den auch. Lalalalalalala. Oh, ich sehe den Mercedes schon hinter mir. Ja, mal tanken. Nein. Nein. Alter, wie schnell ist dein Renault? Ey, dein Mercedes. Au. Da war Schild. Ich weiß jetzt nicht. Ich muss. Scheiße, bist du bescheuert? Ich muss. Scheiße, bist du bescheuert? Alles. Los, gut, weißt du? Der hat. Hör auf, Janik! Oh! Ey, krass. Hör auf, Janik! Denn ich muss. Scheiße. Das Calvin. Ey, ja, hinten der Mercedes, so? Der fährt irgendwie ein bisschen zu schnell. Der muss. Warte, ich komm gleich hinter dir wieder. Wow. Achtung, ich stehe hier. Oh! Achtung. Dankeschön. Ja, schöne Konvoi, da muss ich echt sagen. Was? Ein bisschen Spaß mal reinbringen, oder? Ja, deswegen habe ich das so gemacht. War alles berechnet. Ja, also, wenn ich jetzt überhole und kommt was von vorne, den mache ich kaputt. Warte, ich war schon mal ein bisschen weiter vor, ich gucke mal. Ich heiße Marvin! Ja, da war ich ja nicht! Hallo! 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 Okay, es kommt gegen kein Gegenverkehr, jetzt aber noch nicht. Mach nochmal dieses von vorne, jetzt kommt Gegenverkehr, richtig. Scheiß Kurve! Nein! Yes, komm! Nein, zwei Verkehr. Und die Frau verrückt. Nee, der Verkehr gegen Verkehr gegen. Aber ich. Scharfe Kurven! Charlie, mach nochmal diesen Nein von vorhin. Langsam keinen Spaß mehr. Banden vorne, okay? Wir müssen ein bisschen gucken, wie gegen Gegenverkehr. Wenn alle so Gottwahl fahren. Was ist das? Dein Harley, was machst du da hinten? Schau, dass du nach vorne kommst, Crucifix. Pass auf, Mercedes, wir fahren jetzt, wir lassen uns rollen. Ich soll nach vorne kommen, also Vollgas. Ja, ich lass mich schon rollen, ich hab nicht mal mehr Gang drin. Ja, wir lassen uns jetzt rollen und wir sind trotzdem schnell. Ich roll ja bergab und bin schon bei 105, ey. Ich bin 96 nur, alle Vollgas. Okay, wir sind Vollgas. Ja, das gehört ja sowieso nicht. Na, du sagst Vollgas und Vollgas. Scheiß drauf. Nee, der Charlie muss halt wieder nach vorne, das ist das. Du bist richtig bescheuert, du schreibst. Ich fahr 150, ich weiß nicht, was ihr wollt. Da vorne kommt gleich eine scharfe Kurve und ich hau jetzt garantiert das Maul. Okay. Ja, okay. Los. Alle so rufen. Los. Oh, das ist doch keine scharfe Kurve. Nein. Nein, ich fahr Vollgas durch. Ja, ich fahr auch nur Vollgas durch. Oh, ich bin nicht einzig auf die Bremse gestiegen. Und du 3000 Mal, ey. Ich drücke immer mal wieder kurz Motorbremse. Und das ist das hier. Nur zur Info. Ich hab Bremse auf volle Pulle. Kann man gar nicht so bremsen. Ich war bestimmt der Tater, was er jetzt angemacht hat. Du bleibst jetzt vorne, ja? Also darf ich dich nicht überholen. Nö, es ist, ramm ich dich weg, dann mach ich so hier. Oh. Ja, voll krass und so. Bam bam und so. Bam bam, jetzt bist du dran, bam bam. Penis! Oh Gott. Das Penis lutschen macht lustig. Das wird eng.
Scheiße. Ach, bei mir ging alles flutschig. Ja. Das wollen wir mal sehen, wie lange noch. Alles klar. Alles klar. Alarm, Alarm. Na, Deutsch. Eine Tüte Deutsch hätte mich auch gehilft. Kommst du mal nicht hoch? Alles klar! Ja! Alles klar! Wir sind jetzt übrigens links long und wir sind gleich da. Oh ja. Ah ja? Links long, oh, ja. Ich, links long, ich tu mich im Singleplayer teleportieren. Ich fahr mit 100 Deutsch. Leck. Oh. Ich bleib trotzdem bei 100. Scheiße! Oh no. Lappen. Dima, was ist denn passiert? Ich bin auf die falsche Seite gefahren. Wir haben einen Verdächtigen. Wir haben hier einen, der falsch fährt. Wir haben hier einen Schuldigen. Okay, wir müssen jetzt unbedingt ihn einholen. Los, Mathilde, wir holen ihn jetzt ein. Abgefuckter Kampfvogel. Boah, Alter. Bist du bescheuert? Fahr nicht vor mir. Ich ramm den so von sowas von weg, wenn der hier rauskommt. Wir sind in England. Oh Gott! Scheiße! Immer Kopfhörer geplatzt. Ja, von wir sind alle geplatzt. Okay, wir brauchen nochmal. Wir müssen nochmal schaffen. Los. Wir müssen weiter, oder wie? Komm, Alter. Ich bin schneller. Nee, ich komm nicht weiter. Aber nein. Hä? Also mit meiner 32 Minuten komm ich nicht weiter. Was? Der Welle ist reingekommen. LOL. Mathildes, bleib stehen! Alter, ihr habt einen Mega-Konvoi. Wir würden aber den geschrieben. Mit Doppel-N oder was? Oder mit Doppel-E? Oder mit Doppel-Den? Alter, hier ist ein Mega-Konvoi. Wir würden aber den geschrieben. Los, reinfahren, los. Wie schreibt man aber den? Kann. Oh. Boah, ja. Ein grüner roter Handfestvorteil findet der Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Und schneidet das Dinnerfleisch schweißfrei. Die Fresse! Ich habe eine Frage. Ja, wir sind behindert. Nein, wie wird aber den geschrieben? A, B, B, D, E, keine Ahnung, warte. Nein, genau, einfach A, B, E, R. Das ist der Ja. E, N. Achso, hier schon rein, okay. Ich guck einfach auf der Karte, wenn ihr zu unfähig seid zu buchstabieren. Ich hab's dir gerade buchstabiert, aber nur zu. Ja, ich hab's verkackt mit zuzuhören. Alter, Kelvin, was war denn das für ein Move, Alter? Meiner. Alter, was war das denn gerade für ein Move, meiner? Alter, dieser scheiß Bombenstamm, Alter. Und aber den. B, wie oft noch? Oh, kommt dem. Witzig nicht. Warte, Ja, wo denn aber A, B, E, R, D, E, I, N. Ja, vor Aberdeen oder wo? Über Aberdeen, neben Aberdeen. Der Nick macht bei mir gerade, sein Truck macht bei mir gerade Moonwalk, Alter. Der Räder drehen sich, aber der Truck bewegt sich nicht. Aber du.
Ich hab seine Leitung gefickt. Ich hab Drehete gefunden. Warte, 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 warte. Ben, der hat ja noch ordentlich hinstellt, so Screenshot. Ja, nun kann man die Screenshot stellen. Ja, ich muss jetzt nochmal auf Multiplayer hier necken. Meine Flycam geht nicht. Kannst du auch gebannt werden, wenn du so benutzt. LCB, ja, aber... Sie wird im Falle eines Kriegsanschlags von der Regierung als Schutzschild benutzt. Dein Bruder ist so fett, in den USA gilt sie als eigener Staat und hat für Obama gestimmt. Dein Bruder ist so fett, in ihren Speckfallen für die Atombroker der Regierung. Ja, was machst denn du mit ihrem SXTN, Alter, du? Hallo, Dido. Du bist ein Affenschatz. Tony Maschine ist unheimlich. Du weißt genau, was ich meine, du abgefuckter Kackvogel. So, ja, Feierabend. Warum ist hier 2 offline? Gut, ich geh dann. Was ist denn hier los? Wer geht jetzt? Ich muss noch auf einen Kollegen warten. Warum sind die Hyrup-Server offline? Habe ich irgendwas verkackt oder wie? LTS neu starten, Bug drum. Ich hätte auch auf Hongkong schauen können. Also. Naja, liebe Zuschauer, ich würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Und ja, einen schönen Abend und viel Spaß beim Zuschauen. Und ja. Und den Erf werde ich, wie gesagt, in der Beschreibung verlinken. Und wow. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ah ja. So, jetzt. User was moved out of your channel. Wow. User was moved to your channel. Wow. Warte, ich muss jetzt noch umkommen. Der Kollege fehlt. Ich fehle. Ich bin noch da. Ne, der andere ist eh schon gegangen. Der andere ist schon gegangen. Der Fick, Nick. Ja, alles klar. Fick die Dicken. Wow. Siehst du? Das Grinsatz. Ich bin hoffentlich gleich auch mit, wenn man das durch wieder abspielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das ist mal wieder rein. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Bis nächstes Mal. Mach mal deine Rundumleuchten aus.